Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, heute geht es um 5 Uhren, die nicht die klassischen Hörner haben. Das gibt es bei vielen verschiedenen Uhren. Manchmal ist es nur eine Designsache, manchmal ist das eine Frage des Jahrzehnts oder des Jahres, der Zeit, in der die Uhr released wurde. Und manchmal hat es sogar ganz klare funktionale Gründe, warum das so gemacht hat. Ich fange mal an mit der SIN, und zwar der SIN 240 STSA. Die Uhr kostet am Stahlband 1.995 Euro, wird angetrieben von einem Sellita SW220-1. Wenn ich hier nach unten gucke, da habe ich ein bisschen Skript, weil es gibt bestimmte Sachen, die ich einfach nicht komplett auswendig bemerken kann. Die Uhr ist wasserdicht bis 10 Bar, hat einen Durchmesser von 43 mm, einen Bandanstoß von 22 mm und ist sagenhaft schlanke 11 mm hoch, was ich bei einer Uhr dieser Art wirklich sehr angenehm finde. Die Uhr kann man auch gut mit Lederband tragen, aber zum Lederband-Stahlband-Vergleich und wie das an den einzelnen Uhren wirkt, komme ich später im Video, wenn ich die einzelnen Uhren miteinander vergleiche, weil ich glaube, da wird es noch wesentlich deutlicher. Die SIN 240 STSA gibt es auch mit einem blauen Ziffernblatt und einer Gezeitenlünette, sodass man Flut, Höchst- und Niedrigstand sehen kann, also Ebbe und Flut, Hoch- und Niedrigwasser. Finde ich sehr schön, das ist auch die Variante, die ich habe, weil sie mir farblich besser gefällt. Die hier gezeigte ist natürlich vom Einsatzzweck her deutlich variabler. Die Innendrehlünette wird über die Krone auf 2 Uhr bedient und diese Krone ist nicht verschraubt und rastet auch nicht. Das heißt, hier geht es nur um die Reibung und dadurch hat sich das bei mir des Öfteren schon mal verstellt, wenn es ein bisschen an die Haut kommt oder aber wenn Kleidung über die Krone dreht. Da muss man beim Kauf darauf achten, dass es entsprechend ausreichend Reibung auf der Krone gibt, damit diese sich nicht zu leicht verstellt. Die zweite Uhr in meiner Auswahl, Uhren ohne klassische Hörner, ist die Mühle SAR Rescue Timer. Als ich sie gekauft habe, war es ein einzelnes Modell, was es so gab. Und das Modell, was ich euch hier zeige, kostet am Stahlband 2.250 Euro. Mittlerweile ist da eine ganze Produktfamilie draus geworden. Es gibt sie mit weißem Ziffernblatt. Es gibt sie, soweit ich weiß, auch in Bronze. Es gibt sie in einer größeren Version als Titanversion. Also hier gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Ich habe hier die ganz klassische rausgesucht mit einem Durchmesser von 52 mm, einer Bauhöhe von 13,5 mm. Bei der Wasserdichtigkeit können wir zum Vergleich mit der SIN eine 0 dranhängen, nicht 100, sondern 1000 Meter. Angetrieben wird sie von dem Sellita SW200-1 in der Mühle-Version, sprich mit Spechthalsregulierung. Bandanstoß beträgt 20 mm. Und wenn ihr euch noch an die SIN erinnert, sieht die Uhr vom Gehäuse komplett anders aus, was die Bandanstöße und die Hornlosigkeit betrifft. Ich habe darüber nichts gelesen, aber ich vermute, dass das einen ganz klaren funktionalen Aspekt hat. Da komme ich aber, wie gesagt, später im Video drauf zu sprechen, wenn ich die einzelnen Uhren gegeneinander vergleiche. Die dritte Uhr heute im Vergleich ist die Botta Clavius. Am hier gezeigten Milanese Band kostet sie 1.690 Euro und ist die größte Uhr, zumindest nominell im Durchmesser die größte Uhr, mit 44 mm. Die Uhr ist bis 50 Meter 5 ATM wasserdicht und wird ebenfalls angetrieben von einem Sellita SW200-1. Die vierte Uhr in der heutigen Zusammenstellung ist von Guinan. Und zwar ist es die Guinan Serie 60. Ich habe das Modell rausgesucht, was mir optisch am besten gefällt. Kostet am Stahlband 2.000
39 Euro. Es gibt sie aber auch noch als Werksfahrer und auch mit einem rein schwarzen Ziffernblatt. Das hier gezeigte Modell ist schlicht und ergreifend das, was mir am meisten zusagt, was mich am meisten anspricht. Angetrieben wird die Uhr von einem SW500 von Sellita, hat einen Durchmesser von 40,5 mm und eine Bauhöhe von 14,9. Wasserdicht ist sie bis 200 Meter und die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm. Und last but not least von Archimede die Outdoor. Und da habe ich ein Modell gewählt, was ich nicht habe, die Outdoor Titan. Es gab anfangs nur die Outdoor Protect oder Outdoor mit 39 mm. Dann kam eine weiße Variante hinzu, dann ganz viele farbige Varianten mit 39 mm. Dann kam die 41 mm Outdoor antimagnetisch hinzu. Dann gab es den Chrono, ebenfalls in einem vergleichbaren Gehäuse und hornlos. Und jetzt die hier gezeigte Outdoor Titan, ebenfalls mit einem Durchmesser von 41,3 mm. Angetrieben wird die Uhr von einem Sellita SW200-1 und kostet am hier gezeigten Titanband 1.320 Euro. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht und wie ihr sehen konntet, sind alle Uhren nicht mit den klassischen herausstehenden exponierten einzelnen Hörnern ausgestattet, sondern sind auf die ein oder andere Weise hornlos bzw. ohne die klassischen Hörner. Die Hornlosigkeit hat oft einen Designaspekt, aber manchmal auch ganz praktische Gründe. Als Beispiel möchte ich hier zum einen die Botta Clavius nehmen und die Mühle Rescue Timer. Die Botta Clavius ist mit 44 mm eine wirklich große Uhr und aufgrund der Gestaltung wirkt sie am Arm theoretisch noch mal etwas größer, weil sie keine große, breite, starke Lünette hat. Dadurch, dass sie keine Hörner hat und die Bandanstöße unter das Uhrengehäuse verlagert wurden, gibt es nur die reine Uhr mit 44 mm Durchmesser auf dem Arm. Dadurch ist die Uhr durchaus auch an kleineren und schmaleren Handgelenken sehr gut zu tragen. Hier also natürlich ein Designelement. Eine Uhr, bei der man den Bandanstoß nicht sieht, ist designmäßig außergewöhnlich. Aber auch rein funktional eröffnet dieser Trick, dieser Kniff, die große Uhr mit 44 mm einem viel breiteren Käuferkreis, als wenn noch einige Millimeter Horn zu jeder Seite herausstehen würden. Damit würde die Uhr für viele schlicht untragbar. Ganz im Gegenteil dazu die Mühle Rescue Timer. Hier ist das Gehäuse sehr bewusst in die Länge gezogen worden oder in die Höhe gezogen worden. Also die Auflagefläche auf dem Arm, die notwendige Auflagefläche auf dem Arm, ist deutlich vergrößert worden. Nicht die Hörner selber, aber der komplette Komplex an der Uhr, an der das Band angesetzt wird, steht sehr weit raus. Das ist natürlich auch eine Designfrage. Wenn man die Botta gegen die Rescue Timer vergleicht, wirken die Uhren komplett anders, obwohl sie die gleiche Idee haben, keine einzeln frei herausstehenden Hörner. Und trotzdem sind die Uhren nur vom Gehäusedesign her im Prinzip zwei komplett verschiedene Welten. Ich habe es nirgendwo gelesen. Ich habe auch lange gedacht, warum Mühle das gemacht hat. Denn die Rescue Timer ist ja eine Uhr, die für die Seenotrettungsschiffe der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger gemacht wurden. Das heißt, eine Uhr, die hochfunktional und sehr, sehr herausfordernden Bedingungen standhalten musste. Wenn ich mir jetzt meine Uhr anschaue, ich habe jetzt hier gerade eine G-Shock am Arm, diese und diese Seite sind relativ gut geschützt durch die Hand und den Arm, der davor ist, sodass ein direkter Impact nur auf dem schmalen Teil kommen kann, den die Uhr vorstehen kann. Die 12- und 6-Uhr-Seite hingegen
sind weniger gut geschützt, weil der Arm einfach nicht so breit ist und viel eher was da dran kommen kann. Und bei einem harten Einschlag auf dem Schiff, sei es ans Geländer oder andere Metallteile, könnte dann bei einem sehr, sehr harten Einschlag auf die Seite das Glas beschädigen. Auch wenn das Glas der Rescue Timer sehr, sehr dick ist, könnte das theoretisch trotzdem passieren mit diesen weit herausstehenden Bandanstoßelementen. Ist das Glas da vielleicht etwas besser geschützt? Ich könnte mir vorstellen, dass das einer der Gründe war. Wie gesagt, nur eine reine Vermutung meinerseits. Auch wenn ich sie für plausibel halte, muss sie deshalb noch lange nicht richtig sein. Zwei unterschiedliche Uhren, zwei unterschiedliche Optiken, die gleiche Idee, aber auch ein ganz anderer Anwendungshintergrund. Und so sehen die Uhren auch entsprechend komplett anders aus. Die Archimede Outdoor und die Guinan Serie 60 haben ein vergleichbares Gehäuse mit aller Vorsicht. Und trotzdem ist es optisch komplett unterschiedlich. Die Auto Protect hat die Gehäuseseite zum Band hin abgeflacht, in einer Rundung abgeflacht, sodass das Band, auch wenn es gerade ans Gehäuse anstößt, in die Uhr überzugehen scheint. Ich will nicht sagen nahtlos, aber doch ohne größere Unterbrechungen. Bei der Serie 60 von Guinan ist es ganz anders. Da ist das Gehäuse gerade, hat eine leichte Rundung, aber nicht die Schräge der Outdoor Protect oder der Outdoor. Und dadurch entsteht so etwas wie eine kleine Stufe, ein kleiner Schritt, ein kleiner Ansatz, an dem das Band an das Gehäuse anschließt. Ich habe noch einige Bilder mitgebracht mit kontraststärkeren Bändern wie dem Leder- oder dem Kautschukband. Und da kann man es noch besser sehen, wie sehr das Band sich tatsächlich vom Gehäuse absetzt. Ganz deutlich sieht man das bei der SIN 240 STSA. Wenn hier das Stahlband an das Gehäuse anstößt, sieht man ganz klar die Naht. Man sieht sehr deutlich, wo das Gehäuse aufhört, wo das Band anfällt, von oben, von der Seite, aus jedem Blickwinkel. Bei der Guinan sieht man es vielleicht nicht aus jedem Blickwinkel so deutlich. Die SIN ist hier wirklich die Uhr, wo man Band und Gehäuse am deutlichsten voneinander trennen kann. Ich habe sowohl die SIN 240 in der Gezeitenanzeige-Variante, ich habe eine Outdoor in der 41 mm Variante antimagnetisch und auch die kleinere Variante. Und ich habe die Clavius sowie den Rescue Timer. Das heißt, ich kann bei 4 von diesen 5 Uhren wirklich aus eigener Erfahrung beurteilen, wie Bänder wirken. Und ich trage sie auch mit nicht überstehenden Lederbändern. Aber das verändert die Optik der Uhr diametral. Und das ist etwas, was man wirklich mögen muss und sich vielleicht sogar daran gewöhnen muss. Einen großen Vorteil haben diese hornlosen Anstöße aus meiner Sicht. Der Federsteg, sei es der Federsteg im Stahlband, als auch der Federsteg im Leder- oder Kautschukband, ist besser geschützt. Normalerweise wird der Federsteg mit Band zwischen zwei freistehende Hörner eingeklemmt bzw. rastet in die dafür vorgesehenen Löcher ein. Hier ist der Federsteg von oben durch das Gehäuse geschützt. Das heißt, wenn man mal irgendwo hängen bleibt oder etwas auf die Stelle zwischen Band und Gehäuse drückt, erfolgt der Druck nicht unmittelbar auf den Federsteg und er bricht nicht so leicht oder rutscht nicht so leicht raus. Ist für mich ein ganz großer Vorteil dieser Gehäuseform. Aber die Uhren wirken dadurch natürlich komplett anders als bei klassischen Stegen. Ja, das waren meine Gedanken zu hornlosen Gehäusen, zu entsprechenden Uhren, wie sie sich unterscheiden. Ich persönlich habe das eigentlich ganz gerne, sonst hätte ich nicht so vergleichsweise viele dieser Uhren in meiner Sammlung. Ich bin mega interessiert, wie ihr das seht. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und ansonsten
Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf eure nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.